Hamburg! Team, 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 go, go! Jetzt in der Situation wollen wir ja natürlich vor allen Dingen dem Slogan Talente mit Perspektive gerecht werden. Also spielt für uns schon so eine Rolle, was erwarten wir langfristig oder mittelfristig von so einem Talent, das wir hier sehen. Man sieht, was sie für einen Körper haben, man sieht, was sie für ein athletisches Potenzial haben. Und man sieht, was sie an Fertigkeiten mitbringen, die versprechen, dass sie eben dieses Talent auch dann haben. Man muss ein Gefühl für Spiele haben, man muss Raum verstehen, man muss ein Ballgefühl haben. Also es ist schon eine ganze Menge an Anforderungen, die ein guter Basketballer erfüllen muss. Toll, dass wir hier so ein Auswahlturnier in Hamburg machen, weil das für alle Beteiligten viel Spaß macht und man sich halt verbessern kann. Ich finde es toll hier, das Turnier, also mit den Sichtungstrainern. Mein Lieblingsspieler ist LeBron James. Mein Lieblingsspieler ist Kobe Bryant. José Manuel Calderón. Chris Anderson. Ja, was man sicher erkennen kann, ist, welcher Junge, welcher Spieler Talent hat, um dann auch irgendwann mal so etwas wie Leistungssport zu machen. Ob er dann Nationalspieler werden kann, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Viele Talente dabei, ja. Auch viele wirklich jetzt vielversprechende Spieler. Wie den wir jetzt gerade auf dem Feld sehen,